Heute zeige ich euch, wie man den Ray mit der App verbindet. Und zwar fängt man zuerst an, indem man einmal nachschaut in den Datenschutzeinstellungen, ob überhaupt die Ray-App die Berechtigung hat, auf Bluetooth zuzugreifen. Auf iPhone geht das so und da sehe ich, dass hier Ray tatsächlich auf Bluetooth zugreifen kann. Also dieser hier soll nicht deaktiviert sein, sondern aktiviert sein. Dann gehe ich in die Ray-App hinein. Und dann gehe ich zuerst erstmal in meine Garage, denn wir haben beispielsweise mehrere Rays hier. In dem Fall handelt es sich um diesen hier. Und dann gehe ich auf Connect My Ray. So, man kann sehen, dass hier jetzt noch nichts wirklich passiert ist. Und warum? Es liegt einfach daran, dass ich einmal noch kurz ins Menü muss. Da kommt es tatsächlich schon, dass er sich koppeln möchte. Aber ich zeige es auch nochmal kurz auf dem Menü, nämlich unter Settings. Mobile Connection muss Pairing Enabled sein. Wenn das jetzt disabled wäre, dann würde das hier auch wieder verschwinden, ist verschwunden. Pairing enabled. Dann eben wieder ganz kurz warten. Connect my Ray. Und dann kommt hier die Nachricht zur Kopplungsaufforderung. Dann einmal koppeln. Darf Mitteilung empfangen, meinetwegen. Und dann sieht man hier, dass hier ein Symbol erscheint. Genauso wie hier, das ist das Kopplungssymbol, dass es erfolgreich war. Und dann kann ich nämlich auch schon die Ray-App verwenden, insbesondere natürlich die Navigation. So, jetzt gehe ich mal auf Navigation, tippe einfach mal irgendwas ein, sowas wie Bahnhof. Okay, München Ost, egal, Start. Und schon funktioniert das. Wenn ich diesen Navigationsbildschirm nicht sehen möchte, dann kann ich entweder kurz nach links oder rechts gedrückt halten. Dann bin ich wieder am Standardbildschirm. Wenn ich das Ganze nochmal mache, wieder auf dem Navigationsbildschirm. Aber wichtig, hier unten muss dieses Symbol blau sein und dann funktioniert die Sache auch. Ich hoffe, dass dieses Video für euch hilfreich war. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Like. Ansonsten gibt es diese Roller bei uns bei Electric Horses in München und auch in Nürnberg.